Der Toplane macht Walle an sich hier einen guten Job. Und jetzt geht es ja auf diese Weide drauf. Alle mal Flash drauf. Und die Weide ist direkt sehr, sehr low. Geht noch mit einem Flash weg. Wird aber auch noch trotzdem ihre Ashe den Flash kosten. Und PEL ist nicht sicher, ob sie noch weitergehen wollen. Yolan King hat Probleme auf der oberen Linie. Sein Counterpick hat Probleme. Und wird hier auch gekauft. Wird hier Trundle dazu sterben. Und die Ashe, die hat keinen Flash. Wird hier einfach sterben. Ach, gehuckt. Varus versucht wahrscheinlich hier noch einfach irgendwie zu traden. Und Vi kommt runtergelaufen. Erster Kill ist da. Pina wird allerdings auch getradet. Und jetzt geht die Vi auch mit drauf. Nautilus hat keinen Flash mehr zur Verfügung. Stirbt und Autumnleaf ist jetzt der letzte Überlebende. Und damit ist das eigentlich ein gutes Play für PEL gewesen. Oh, der war meint das schön gespielt von Autumnleaf. Der kann hier einfach noch diese Vi töten. Bleibt noch Botlane. Ich will eigentlich rauspacken. Oh, Varus vielleicht da drauf. Sollte eigentlich gehen. Lange warte ich. Botlane auch wieder ein Fight. Wir sehen's. Oh, Katakonix überlebt das Ganze sogar. Den fight ich nicht. Sehr low gedroppt und Vi steht bereit. Ist auch Level 4. Yolan King stirbt hier in dem Fall. Aber Peanut ist einfach wieder auf der unteren Linie unterwegs. Vi immer noch, Ashe immer noch kein Flash. Und hier wird auch der Shoxy gehuckt. Und tatsächlich stirbt er dann sogar. Und geht dadurch even raus. Hier geht's einfach weiter. PEL war an Drake dran. PEL will den Drake auch haben. Und der Fight geht direkt weiter. Mord wird getroffen von Snare. Ari kommt auch runtergelaufen. Peanut will allerdings den Drake haben. Und boah. Kurzer Herzinfarkt, aber er kriegt den Drake und jetzt kommt dann Komet von oben geflogen und Peanut wird hier nicht mehr abhauen können. Aber die ist jetzt hier trotz verzögert, das ist ein bisschen sein Clear. Und jetzt ist Peanut auf der Toplane und will da auch helfen, weil er haut da gegen den, leider gegen den Pillar rein, kommt dadurch nicht so weit weg. Jetzt ist er auch mit einem Ohrenhorn da, geht das Ganze auch raus, Flash noch davon. Wann ist die eh wieder ab? Hat er noch eine Chance hier rauszukommen? Yolan King Flash hinterher und haut drauf, aber das Healing ist da, das Healing reicht es. Peanut ist jetzt auch da, der letzte Tower Shot reicht nicht. Jetzt ist Vi oben, Mord auch direkt mit der Ult hinterher. Senna Ult kommt auch noch raus, ein kleines Schiff für Yolan King. Peanut bricht hier doch noch seinen Backport ab und der Red Buff tickt. Der Red Buff reicht allerdings nicht, aber dafür kann Mord Peanut. Den Kill hier von Peanut schön eingebuffert und Peanut will tatsächlich mehr. Der geht hier rein und Wind ist auch bereit. Allerdings sehen wir das, dass der Toplaner von PEL noch ein bisschen hinterherhängt. Erste Grubbies gehen hier an diese Vi und jetzt ist Peanut alleine drin und stirbt. Yolan King da einfach leider viel zu spät, beziehungsweise ja, hatte keine Prio, um das Ganze zu machen. Nautilus hockt ihn ins rein. Varus Ult kommt raus. Die Chains sind da. Autumnleaf kann dann nur mit noch einem Heal helfen. Aber das ist egal. Der Nautilus ist einfach zu lange CC'd und stirbt. Beziehungsweise versucht sich hier irgendwie Prio zu holen. Und MT1 zögert immer noch. Man geht hier nicht einfach nur dafür. Und Nature's Craft kommt jetzt raus. Genauso wie ein TP. Schöner Charme auf die Ashe. Aber der Schaden reicht natürlich nicht. Weil er ist jetzt da auch direkt mit Ohrenhorn. Und jetzt fand man hier wahrscheinlich einfach diesen Drake finishen. Jo, das hat man hingekriegt. Frage, ob Mord hier noch mehr haben möchte. Nein, möchte er nicht. Man will ja einfach nur den Drake mitnehmen. PEL bedankt sich. Scham kommt noch raus, aber das Ganze wird gedodged. Da kommt ein Komet rein und genauso wie die Vi-Ulti ist jetzt auch noch mit in der Backline drin. Allerdings überlebt werden das erste Mal. Und jetzt hat die Vi wieder eine weitere Q auf und kriegt den Kill. Ahri währenddessen auch leider gestorben in der Frontline von allen anderen. Der Rest von PEL will einfach nur so viel Zeit raus wie möglich. Jetzt ist der Trundle in diesem besagten 1 gegen 2, was ich meinte. Und die Frage ist, ob er ohne Items das Ganze schon bespielen kann. Und nach nicht mal ansatzweise kann er das ohne Items bespielen. Geht's jetzt auf der Botlane rum. Nature's Grab ist draußen. Trifft hier auch die Ashe. Lautius Ult hinterher. Und da geht einfach alles drauf. Kompletter Overkill hier auf die Ashe. Die hat's erwischt. Und Mord währenddessen Flash noch davon. Und das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und jetzt kommt hier eine große Aurelion Soll Ult rein. Trifft auch alle Mann direkt ins schwarze Auge. Und das reicht hier fast schon für den Ace in diesem Spiel. Das ist alles auf der Karte. Aber ja. Der Nautilus, bisschen, in gefährlichen Gewässer unterwegs. So, also langsam muss man aufpassen. Man fällt auch noch sehr weit behind. Aber wir sehen es. Diese Win-Condition Trundle ist immer noch am Leben. Flasht hier auch die Ult davon. Peanut ist jetzt da und Walla. Oh, der flasht sogar noch. Jetzt nicht an der Stelle investiert. Yolan King wird hier einfach den Siegenmann kaputt hauen können. Verstehe zumindest, wieso dann doch gegen Ahri Aurelion Soll irgendwo Sinn ergibt. Aber erstmal gibt es jetzt hier auf der Botlane einen Dive. Da ist Peanut da. Yolan King noch keine Ult zur Verfügung. Walla hat also noch die Chance, vielleicht diesen Trundle mitzunehmen. Wird aber auch weggehauen von Peanut. Flash doch gegen den Pillar. Boah, W-Autotech reicht nicht. Sofort down. Katakulax geht jetzt hier rein in der Midlane. Ist die Frage, ob man Follower hat. Vin geht da direkt hinterher mit den Force Stages. Trifft auch einen Charme nur auf Aurelion Soll. Und Katakulax
stirbt, um nicht, um nicht rauszugehen. Das könnte jetzt sehr, sehr ärgerlich werden. Jonen King, wir sehen es. Jonen King rennt hier einfach diesen Ort komplett runter. Der hat gar keine Chance. Wird ja auch noch geholt und er ist da. Und MT1 wäre jetzt an diesem Baron dran. Das ist wichtig, dass man den jetzt hier bekommt. Ansonsten ist das ein komplettes Desaster. Der Trundle kommt jetzt auch runtergeultet. Und PEL ist drin. PEL ist im Fight. Ari allerdings schon rausgehatcht. Ari in dem Fall tot. Shox, sie kann aber noch vorher hinten, so weit wie es geht. Ottenleaf allerdings auch natürlich noch. Und jetzt kommt Aurelion Soll noch reingeflogen. Die kann ein bisschen sauen. Ash währenddessen gestorben. Und PEL hat alles, was sie haben wollten. Leute, wenn Kenmin da ist, wird es noch unangenehmer. Und jetzt hat man hier potenziellen Catch auf den Enemy Jungler. Peanut wird hier lange CC, kriegt auch noch seinen Aftershock raus. Das ist sehr, sehr wichtig. Autumn Leaf mit dem Shield von seiner Ulti und Shoxy Flash davon. Schafft er es hier irgendwie noch zu überleben? Ja, soweit schafft er das. Große auch hin soll und ist in dem Fall auch. Der darf die ganze Zeit free hitten. Geht jetzt auch auf Autumn Leaf drauf und Autumn Leaf kann das Ganze vielleicht kiten. Kriegt das hin zumindest noch zu traden. Allerdings verliert hier jeder sein Leben, bis auf die Ari und auch Yolan King muss jetzt hier aufpassen. Der hat keine Ult, der stirbt. Und das ist genau das, was MT1 haben wollte. Aber halt, stopp. Das könnte vielleicht sich noch ändern. Win kriegt den nächsten Kill. Kriegt er noch ein Reset für seine Ult? Nee, kriegt er nicht. Will er das mit der Kyo spielen? Ja, kann er, aber Choxy. Das ist ein gutes Gameplay. Okay, da sehen wir mal echtes Gameplay tatsächlich. Ari schon rausgecatcht, ist down und der Varus ist da in der Chain gefangen genommen und Autumn Leaf clasht da direkt drüber und das Ganze reicht nicht. Hoxie ist ja einfach eine Ein-Mann-Armee, wie der das spielen kann. Er gewinnt einfach jeden Fight und währenddessen ist aber Valla gestorben. Und wird ja auch komplett outplayed. Soll und Wandel, die sind ja auch die Outplayer-Könige des Games. Hoxie versucht so schnell wie es geht in die Base zu kommen. Und wird jetzt hier auch leider sein Leben verlieren. Yolan King kriegt hier diesen... Yolan King ist jetzt da. Kann man hier irgendwie diesen Baron noch contesten? Der Fight geht jetzt los. Ari wird von CC getroffen und der Baron geht tatsächlich an MT1. Und die Frage ist, ob PEL jetzt diesen Fight einfach verliert. Die Ashe, die hat es noch erwischt. Die Ashe ist down. Ari ist geroutet, kriegt aber noch einen Charme auf Aurelion Soll drauf. Auch den Varus hat schon erwischt und der Fight geht einfach weiter. Yolan King ist auf diesen Aurelion Soll drauf und kriegt den Kill. Nur noch Mord an Leben. Und Peanut? Oh Gott, der TP't, der Trundle. Der TP't. Das sind 30 Sekunden, bis Ashe spawnt. Nur noch Mord an Leben. Bis der Varus spawnt. Ich glaube, PEL muss hier beenden, ansonsten war's das. PEL muss hier für den End gehen, ansonsten ist das das Game. Der Marco ult ist auch noch raus. PEL, jetzt just hit den Nexus. Geht einfach für den Nexus, Leute. Geht einfach für den Nexus. Trundle ist down. Ein Auto-Attack fehlt noch. Ein Auto-Attack fehlt noch. Der Maokai. Der Maokai. Mit dem letzten Auto-Attack. Na. Der, wie es ihm aufgeht. Und jetzt geht's los. Will kann er einfach ranlaufen. Man will die Jinx haben. Kriegt noch die W raus. Sie hat keine Shoppers. Dafür hat sie noch kein Level 3. Und die ist jetzt einfach tot. Will tradet hier aber diesen Kill. Und das ist worth it. Insbesondere, weil der Milio diesen Kill gekriegt hat. Kann hier einfach draufkommen. Aber auch auf der Botlane gibt es einen Fight. Bill ist wieder dazugekommen. Und Shoxy muss so viel Auto-Tacken, wie er kann. Und schafft es gerade noch so. Allerdings kann Katakunax wieder den Kill traden. Botlane wieder mit einem wunderschönen Dive. Und Katakunax wird hier noch von einem Zeppelin getroffen, wird ja angeflecht. Speere werden rausgezogen, reicht für den Kill. Und Jarvan ist jetzt da, um seiner Jinx zu helfen. Das ist allerdings schon viel zu spät. Haben schon Top Lane. Macht was. Das sieht so aus, als wärt ihr kurz davor. Guckt euch an, wie low ihr beiden seid. Macht doch mal was. Danke. Valla mit der Ult und Valla traut sich. Valla kann das Ganze auch einfach one-hitten. Fantastisch, danke. Endlich. Ja, und Peanut ignoriert einfach wieder seine Bot. Der will da auch einfach nicht covern. Geht stattdessen für die Toplane, sagt sich wieder wie beim letzten Game, das ist unsere Win-Condition, der muss das irgendwie spielen. Und Valla... Und die hat noch nicht ihr Blade. Dann geht's erst richtig los. Und Yolan King, der wird diesmal gar nicht erst in das Scaling gelassen. Der darf diesmal gar nicht spielen. Ja, und Win und Valkakami, die fragen sich, wann dürfen sie mitmachen. Jetzt geht's wieder auf Autumn Leaf drauf. Keine Chance, Maokai zu stark. PEL muss ja aufpassen. Okay, Bill ist eingeflasht. Ja, sehr interessant aus. Und PEL tatsächlich mit einer Reaktion auf der Sideline. Wakayami. I'm so sorry, ne? Das ist jetzt immer Batscha. Stirbt hier. So, und jetzt geht's auf diesen Asset drauf. Die Wall wird schon mal gedodged. Da kommt allerdings auch ein TP rein, um das Ganze zu sichern. Jetzt sind auch sehr, sehr viele Pings da. Da möchte offensichtlich wieder jemand fighten. Katakunax schafft es noch davon zu flashen. Allerdings ein Shoxy. Der ist jetzt da. Katakunax ist kein Flash mehr. Der ist im Pit gefangen und stirbt. Peanut noch auf der anderen Seite. Wird auch gespottet von einem. Sehr schön. Realisiert auch, dass er nicht mehr jumpen muss. Mittlerweile ist seine Attack-Speed so hoch mit den drei Items, die er hat, dass er eben Attack-Speed verliert, wenn er jumpt. Und Win den Duell mit den Asion verliert das Ganze. Das erste. Und Wakayami hat sich kurz gefreut. Ja, hat sich kurz gefreut. In den Tower rein. Die killen den schnell genug. Und Shoxy
Beat hier sogar maybe das Spiel beenden. Es geht einfach sofort auf Peanut drauf. Keine Chance, ist sofort down. Choxi auch weiter aggressiv auf ihn. Der versucht noch mit der Valkyrie wegzukommen. Stirbt allerdings. Shuffle wird hier probiert. Allerdings schafft er das leider auch nicht. Das Ganze wird geflasht. Und Vero geht da sogar noch rein mit einem Heartbreaker. Kriegt er auch diesen Replay währenddessen Yonan King in Duell mit den Ohren. Und die traden 1-1. Aber das war's. PEL wird hier geaced. Und MT1 wird diesen Spieltag 1-1